Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Total War Arena und den Community Replays. Heute mal wieder mit einem Miltiades Replay, nicht mit Hopliten, sondern mit den Gymnitai, also griechischen Tier-7-Steinschleuderern hier auf Marathon. Und der Spieler heißt Ranuel, ist alleine, also hat keine weitere Verteidigung. Das wird ein mutiger Kampf, kann ich jetzt schon sagen. Und was hat er denn da für Steine dabei? Sind das die mittleren Steine? Kommt mir beinahe so vor. Wir werden es auf jeden Fall erleben. Und jetzt ist er auf jeden Fall schon mal... Oh, wow. Da hat sich der Gungnir aber echt ordentlich weggeholzt. Ah, okay, der Schuss, der war jetzt vielleicht nicht ganz so günstig gewählt auf diese Boschen in den Rücken. Man darf nicht vergessen, ne, dass karthagische Speerträger sowas von unfähig sind. Oh, au, 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 au. Geschosse abzuwehren. Die haben... keine guten Werte, was es angeht. Aber hier, ja, da waren schon mal ein paar schöne Hits jetzt gerade eben hier dabei. Diese Kavallerieeinheit, diese Gungniers sind weg. Da drüben ist auch noch mal ein paar Gymnitais. Die sind im Gegensatz zu Dranuels allerdings Stock, wie wir hier sehen können, an den entsprechenden Werten. Und zumindest nicht ganz Stock. Also sie haben so wie es aussieht eine bessere Rüstung, aber die Bewaffnung ist deutlich schlechter. Und Dranuel rückt jetzt hier im leichten Schutz hier von Falxen und Hopliten nach oben, wo eine ganze Menge an Kavallerie hier in dem Bann steht. Das darf man sich natürlich... Oh, aber er realisiert ja... Nee, bevor ich jetzt hier auf die Kavallerie schieße, muss ich mich hier um diese Gymnitai hier kümmern. Und er ballert sie hier auch gut zu Klump. Hier so schnell wie möglich die Anzahl der Schützen reduzieren, damit man selber nicht mehr so viel Schaden bekommt. Er macht das ja sehr viel besser als sein Gegner. Der hat auch schon... Hat der gerade gequittet? Ich glaube, der hat gerade gequittet. Das ist unglaublich, weil, wie wenig Stehvermögen die Leute heutzutage haben. Ist echt der Hammer, ne? Der hätte auch einfach mal wegrennen können mit den verbleibenden Männern. So gewinnst du keinen Blumentopf. Auf jeden Fall ist der Typ so, der macht auch schon lange nichts mehr. Der hat aufgegeben an der Stelle. Obwohl er eigentlich noch die Hälfte seiner Männer gehabt hat. Ne? Man hätte ja auch mal wegrennen können. Egal. Der nächste Schuss geht jetzt hier in diese Bogner hier hinein, in diese Lesbos-Bogenschützen, die hier auch schon ordentlich kassieren. Und das zu Recht, denn sie bleiben hier stumpf stehen. Da habe ich auch relativ wenig Mitleid damit. Also wenn man so stehen bleibt, dann will man es auch nicht anders. Ja, und jetzt kommt hier noch der Kavallerist. Ah, da hat Dranuel hier gut mitgedacht. Im Gegensatz hier zu diesem Kavalleristen, der ja sogar noch halb gegen die Wand gecharged ist und der damit quasi eigentlich sogar sich selbst einen Bärendienst erwiesen hat. So, ein paar Geschosse hier in den Rücken der gepanzerten Legionäre kann auch entzücken. Ihr seht, es geht sogar manchmal leicht über den Minimalschaden von 12, dem rüstungsbrechenden Geschossschaden hier der Gymnitai hinaus. Aber es dauert halt trotzdem dann quasi eine Weile, bis man die dann zusammengeballert hat. Ja, auf die hier brauchen wir nicht wirklich schießen. Das überlässt man besser dann quasi dann doch hier der leichten Artillerie. Schauen wir mal, was Dranuel hier schon... Boah, Dranuel jetzt schon 2878 Offensivpunkte. Ja, lol. Oh, da findet er das beste Ziel, das man sich wünschen kann. Jede Menge Falxe. Da sind sogar 8er, die dakischen Krieger. Ne, sind 7er, Entschuldigung, sind gar nicht die schlechter. Oh mein Gott. Guck dir das mal an. Wie viele das sind und wie viele davon schon getötet werden. Das ist ja mal echt der Hammer. Aber jetzt ist ja der boische Speerkämpfer schon dran und nimmt sie sich hier quasi vor. Jetzt könnte eigentlich Dranuel nochmal auf diese Jungs hier schießen. Wäre eigentlich ganz, ganz gut, als ich jetzt zumindest gemacht. Aber der Druck durch die Kavallerie findet es für ihn hier gerade eben sehr, sehr unangenehm. Sag mal, wie kann denn das... Ach so, die sind alle da hinten. Ich wollte gerade sagen, wie kann es sein, dass das bei diesem Punktestand hier quasi die Männer von Dranuel und seine Verbündeten hier so schlecht aufgestellt sind, mannschaftstechnisch. Jetzt wird es ja auch mal Zeit, dass hier dieser... Kollege hier mal seine römische Infanterie... Ja, natürlich, mit der römischen Infanterie rennen wir auch erstmal weg. Ja, okay, man überlässt dann anscheinend dann doch hier wiederum diesen dakischen Krieger, der dann hier versucht, die, ja, seine Pendants auf der Gegnerseite hier quasi jetzt mal abzuwehren. Mit drei Mann... Okay, ja, jetzt hat er sich doch dahingestellt, der Legionär. Ich war gerade eben ganz, ganz kurz mal schon irritiert, ne? Wie geht denn das? Ach, egal. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall, der Junge hier, der routet jetzt auch schon, der hat keinen Bock mehr. Da kann man sofort nochmal reinballern. Zack, komm! Gib ihm dreckig, da kommt gerade eben keiner hinterher. Oh, nochmal, komm, zack, dass sie auch ja nicht mehr zurückkommen und wenn doch, dass es dann keine Rolle mehr spielt. Sehr, sehr gut, wie heißt es so schön, Fliehenden wird in den Rücken geschossen, ne? Ja, grausam, aber wahr, die sind hier jetzt erledigt und Dranuel ist bei 3800 Punkten. Da unten gibt es auch noch leckere Ziele. Dranuel will sich allerdings hier natürlich erstmal hier zurecht diese Lesbos-Bogenschützen vornehmen, die hier natürlich auch noch ein bisschen was ertragen können. Jetzt muss er bloß aufpassen. Ah, das wird Friendly Fire.
Das, ja, er hat noch einige der Gegner getroffen, aber jetzt, genau, wechselt er hier das Ziel auf das nächste leicht beschießbare Ziel. Nur um das mal klar zu machen, was die für eine Geschossabwehr haben von 23, ne? Deswegen ist das so eine geile, so ein geiles Ziel. Und nicht nur, dass sie eine beschissene Geschossabwehr haben, ihre Panzerung liegt bei 128. Der Geschossschaden liegt bei 152. Da wisst ihr, was das Thema ist. 12 plus die Differenz aus 152 und 128 macht entsprechend dann quasi Aua in dem Fall. Gut, schauen wir mal. Also das Gefecht ist eindeutig sehr, sehr stark in der Hand von Dranuel, muss man ganz ehrlich sagen. Das hier, als die Legionärskavallerie auf den Plan geriet und Dranuel hier seinen Charge verballert hat, das war nicht so gut. Ja, das war sein kleines Missplay an der Stelle. Und da kommt der Charge, aber er weicht ihm einigermaßen aus. Jetzt ist bloß das Problem, dass egal wo er hingeht, er ziemlich im Arsch ist. Aber, okay, er hat hier noch diesen Farsch, der ihm hier nochmal ein bisschen versucht zu helfen. Problem ist halt trotzdem jetzt hier, die machen ihn halt fertig, ne? Also die sind halt jetzt schon ziemlich tough. Also an seiner Stelle würde ich versuchen zu retten, was ich retten kann. Alles wird er nicht rausholen können. Das ist das, was ich persönlich jetzt hier gerade eben so sehe. Ja, eine Einheit musste opfern, befürchte ich fast. Aber jetzt, ja genau, und jetzt ballert er rein, sorgt dafür, nutzt jetzt hier seine eigenen Einheiten hier so ein bisschen als Opfer. Hat jetzt hier sogar noch einen Rout kassiert, ärgerlicherweise. Diese Einheit wird noch eine Weile brauchen, bis sie wiederkommt. Die Haupteinheit ist tot. Das heißt, Miltiades ist auch nicht mehr. Interessanterweise ist er hier gar nicht mit Formation aufgeben unterwegs. Wundert mich ehrlich gesagt ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz ist Dranuel hier noch voll am Start, kann jetzt hier den hier nochmal so ein bisschen in den Rücken ballern, muss jetzt bloß aufpassen, dass jetzt hier von diesen Agema-Speerkämpfern nicht erwischt wird. Und er rennt auch in der Last Second quasi auch davon. Das Gefecht ist längst gewonnen, aber es geht hier quasi um die Kür, dass er hier mit seinen Männern hier vielleicht noch die 6000 überschreitet, natürlich. Die laufen jetzt hier durch die Gegend, ist ein Leonidas, der mit Kampf im Schatten hier schießt. Aber Dranuel macht's hier zumindest sehr, sehr gut, schießt ihn in den Rücken, genau. Und schießt hier über Kreuz, was auch sehr, sehr gut ist. Denn der kann seinen Kampf im Schatten halt immer nur in eine bestimmte Richtung. Oh, und da kommt da oben nochmal die Kavallerie. Die hat noch nicht genug. Die will ihn sich jetzt hier schnappen. Und er versucht irgendwie, ja genau, hier voll gegen die Wand chargen zu lassen. Oh Gott, wie viele Pferde hier an dieser Wand verenden. Das ist ja unfassbar. Ja, da kommt nochmal ein Charge. Ja klar, warum auch nicht? Da liegen ja noch nicht genug Pferdekadaver. Auf jeden Fall, diese Einheit von Dranuel wird jetzt hier auf jeden Fall leiden. Diese hat auch nochmal ordentlich gelitten. Da war er, glaube ich, abgelenkt hier oben. Da war das Multitasking ein bisschen eingeschränkt unterwegs, weil er hier versucht hat, irgendwie diese Einheit hier zu retten. Aber unabhängig davon, ich habe jetzt gerade eben leider nicht mehr gesehen, aber könnte gut gewesen sein, dass es über 6000 Punkte am Ende gewesen sind. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einsenden, lieber Dranuel. Sehr, sehr geil gespielt. Sehr, sehr schön gemacht. War sehr schön anzuschauen. Deswegen schaue ich unglaublich gerne Slinger-Gefechte mir an. Was aber nicht heißt, dass ihr jetzt alle immer nur Slinger-Gefechte einsenden sollt. Ne? Ich nehme auch gerne mal einen ganz, ganz normalen Miltiades oder irgendetwas anderes. Wie das geht, steht unten in der Videobeschreibung, wenn ihr mir was zukommen lassen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage schöne Zeit. Tschüss und ade.